Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier heute in meinem Badezimmer und ich habe euch ja im ersten Teil erzählt, dass ich mal meine Fliesenfugen neu machen will mit meiner neuen Maschine von Bosch. Die Maschine zeige ich euch jetzt noch mal kurz. Das ist hier meine GWS von Bosch professionell. Und damit werde ich jetzt gleich hier diese Fliesenfugen erneuern. So, ihr seht jetzt wahrscheinlich erstmal hier nicht sehr viel, aber hier, wie man sieht, kaputt. Wo haben wir es noch? Hier kaputt. So, und die werde ich jetzt gleich ausflexen mit meiner kleinen handlichen Flex und dann zeige ich euch jetzt nochmal, was das Ding so drauf hat. Und natürlich dann hinterher, wie ich das neu verfuge. Und weil das Bad hier schon etwas älter ist, muss ich mir natürlich so eine eigene Mischung machen von Fliesenfugenmasse. Weil ich kann jetzt nicht einfach wieder Silbergrau nehmen oder was, oder Zementgrau. Den gleichen Ton wird man nicht mehr hinkriegen. Aber ich habe mir halt was zusammengemischt. Das habe ich mir eben schon angemischt. Da habe ich Zementgrau, Silbergrau genommen und Manhattan. Und das habe ich zusammengemischt und dann habe ich ungefähr den gleichen Farbton hinbekommen. Den ganz genauen Farbton werdet ihr nicht hinbekommen. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil das halt schon älteres Bad ist. Das ist schon 5-6 Jahre alt und irgendwann bleichen die Fugen halt nach. Und durch das Wasser, durch den Kalk, deswegen. Aber ich habe hier was angemischt. Und das werde ich dann gleich da rein matschen. So Leute, jetzt geht's los. Jetzt flexe ich die Fugen auf, mache den alten Salat da raus und danach zeige ich euch dann, wie ich die neuen Fugen reinmache. Was ich euch noch raten kann, macht die Fugen ruhig ein bisschen nass. Ich habe mir hier eine Spritzpistole, also da kann man nicht die Blumen so mit nass machen, ne? Aber da mache ich die Fugen jetzt gleich einfach hier so ein bisschen nass mit, dass das nicht so staubt. Da könnt ihr, ja, läuft, erstmal hier alles kaputt machen. Auf jeden Fall ist das gut, wenn ihr es ein bisschen nass macht, dann staubt das nicht so. Das ist besser. Ein bisschen Staub werdet ihr immer haben, aber da kann man auf jeden Fall schon einiges mit wegmachen. Natürlich aufpassen, dass ihr nicht die Fliesen berührt. Das ist ganz klar, ne? Ein bisschen Staub schon, aber das kann man dann eigentlich vermeiden. Ich sehe gerade, ich kriege das nicht ganz raus. Ein bisschen muss ich dann mit einem Hammer machen, aber das ist schon mal auf jeden Fall so gut. So. Ja Leute, das werde ich jetzt mit ein paar Fugen machen, hier noch andere und ich zeige euch dann später, das ist gerade mein Lüftungsgerät hier, zeige ich euch dann später, wie das aussieht, wenn ich das alles reinmache, die neue Fugenmasse. Ich muss das dann auch alles noch ein bisschen mit dem Schraubenzieher ein bisschen rauskloppen, der Rest, der da übrig geblieben ist. Aber ich kann euch sagen, mit der schönen Maschine könnt ihr auf jeden Fall arbeiten
und mit so einer Riesenflex wird man nicht immer unbedingt in die Fugen reinkommen, in so kleine Fugen. Also hier sind es größere Fugen, aber wenn ihr kleinere habt, 3 mm, wird es schon relativ schwer mit einer großen Flex, weil das Blatt hier natürlich dünner ist. Ja, dann sehen wir uns gleich. So Leute, ich bin fertig mit dem ganzen Rausschneiden, ich bin auch ein bisschen vollgestaubt. Ja, jetzt geht's los mit den Fugen wieder zumachen. Ich habe die alten Fugen jetzt noch eben mit dem Schraubenzieher, hier so ein Schraubenzieher, so ein bisschen den Rest rausgekloppt. Müsst ihr mal vorsichtig sein, ganz ohne Blessuren geht's nicht, aber man muss vorsichtig sein, dass man sich die Fliesen nicht komplett am Arsch kaputt macht. Mit dem Brett schmier ich das jetzt hier da rein. So, ganz einfach, auf das Ding hier drauf machen und reindrücken. Ja, also schön da reinpressen. Ziehen und da kann man das später mit dem Schwamm drüber gehen, so in 5 Minuten ungefähr. Jetzt mache ich hier oben weiter, da habe ich nämlich auch noch was rausgeschnitten. Das gleiche Spiel wie drüben, schön reindrücken. Ich sage mal, ich habe es erklärt und ich zeige euch dann, wenn es fertig ist. Dann sehen wir uns gleich. So Leute, ich habe jetzt alles sauber gemacht. Ich habe ein bisschen drüber gewischt. Und jetzt ist es fast fertig. Es sieht natürlich noch wüst aus, weil er halt nochmal drüber gewischt werden muss. Aber es muss erstmal trocknen, sonst reiße ich mir die ganzen Fugen wieder raus. Das hat aber auch keinen Sinn sonst. Ja. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Fugen jetzt neu gemacht. Da unten habe ich auch noch eine gemacht, die habe ich eben gesehen. Hier ist komplett alles fertig, neu. Ja, mal gucken, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Aber es sieht bis jetzt auch schon, die Farbe passt eigentlich eigenermaßen. Dann sage ich mal, bis denn, Antenne. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, wie ich euch das gezeigt habe. Und ja, ich kann ja vielleicht noch ein Bild einblenden, wenn es fertig ist. Aber obwohl, man sieht da keinen großen Unterschied, denke ich, weil das halt nur ein paar Fugen sind, wo ich jetzt nicht alles neu gemacht habe. Auf jeden Fall Leute, ihr könnt es auch selber machen, es ist kein Problem, es ist halt ein bisschen Fummelarbeit, aber es ist auf jeden Fall möglich. Das wollte ich euch auf jeden Fall gezeigt haben und natürlich gezeigt haben, dass man das mit dieser Maschine machen kann. Wenn ihr diese Maschine habt oder wenn ihr euch diese Maschine kaufen wollt. Eins von beiden. Mit einer normalen Flex geht es auch, aber ist natürlich, da muss man extrem aufpassen, weil die halt viel mehr Power hat und größer ist, ein größeres Blatt. Und deswegen ist die eigentlich perfekt. Und ja, ich sage mal bis denne, macht mir einen Daumen nach oben, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, wie ich euch das gezeigt habe. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, ob ihr das Ding kaufen wollt oder nicht. Und wisst Bescheid, wie man die Fugen neu machen kann, wenn man will oder nicht. Oder ob man sich einen Profi ins Haus holt. Muss jeder selber wissen, ne? Ciao!